In der chinesischen Hauptstadt Peking ist die Plenarsitzung der politischen Konsultativkonferenz des chinesischen Volkes eröffnet worden. Mehr als 2200 Delegierte versammelten sich in der großen Halle des Volkes. Das Treffen bildet den Auftakt für die Frühjahrstagung des Nationalen Volkskongresses, auf dem der Machtwechsel auch an der Staatsspitze vollzogen werden soll. Prominente Mitglieder wie der Regisseur Chen Gaige haben die Aufgabe, Anregungen aus der Bevölkerung aufzugreifen. Wir haben in unseren Vorschlägen klar dargelegt, dass die Luftverschmutzung von der Geschwindigkeit unserer wirtschaftlichen Entwicklung herrührt. Das dürfen wir nicht vergessen, denn es ist ein Problem, das uns alle betrifft. In der politischen Konsultativkonferenz sind Vertreter aller zugelassenen Parteien, Massenorganisationen und prominente Zeitgenossen versammelt. Sie haben die Aufgabe, die Tagung des Nationalen Volkskongresses vorzubereiten und zu begleiten. Volkskongress und Konsultativkonferenz werden von der Kommunistischen Partei beherrscht.